Abgereichertes Uran, ein Abfallprodukt, das bei der Anreicherung von Uran für nukleare Waffen oder Kraftwerke entsteht. Es brennt bei Aufprall und hat eine hohe Dichte und wird deshalb in panzerbrechender Munition verwendet. Das Uran kommt im Kern des Geschosses zum Einsatz, dem sogenannten Penetrator. Anders als Nuklearwaffen entfalten diese DU-Geschosse ihre zerstörerische Wirkung nicht durch radioaktive Spaltung, sondern durch Schlagen ihr Ziel aufgrund ihrer hohen Dichte und Festigkeit. Abgefeuert wird die Munition aus abgereichertem Uran von Kampffahrzeugen, Panzern oder Flugzeugen. Diese sogenannten DU-Geschosse brennen, wenn sie in ein hartes Ziel einschlagen und produzieren radioaktiven und chemisch giftigen Staub. Dieser gibt noch über Jahre Strahlung ab. Betroffene Gebiete zum Schutz der Bevölkerung zu dekontaminieren, wie es internationale Organisationen empfehlen, ist eine technische Herausforderung, die zu bewältigen viel Geld und Experten-Know-how kostet. Doch genau daran mangelt es oft in solchen Nachkriegsländern. Gefahrensensibilisierung, Monitoring und Dekontaminationsprogramme konkurrieren mit anderen Problemen, die gelöst werden müssen. Der Uranstaub ist eine Gefahr für alle: Zivilisten, Militärs, Friedenswächter. Oft bleiben verstrahlte Fahrzeuge in besiedelten Gebieten stehen oder landen auf dem Schrottplatz, wo sie ausgeschlachtet und in Einzelteilen verkauft werden. Die Umwelt ist auf Jahre verstrahlt, sogar in Trinkwasserbrunnen lässt sich Uran nachweisen. Verlassene Fahrzeuge sind aufregende Kinderspielplätze, doch gerade kleine Kinder ebenso wie Schwangere sind besonders empfänglich für die schädigende Wirkung des Uranstaubs. Ein Teil davon ist löslich, einmal im Körper gelangt er schnell in die Blutbahn. Andere Partikel setzen sich beim Einatmen in der Lunge fest, dort geben sie die Radioaktivität direkt ins Gewebe ab. Wieder andere gelangen bis zu den Lymphknoten. Das lösliche radioaktive Gift kann zwar mit dem Urin ausgeschieden werden, doch bevor es die Blase erreicht, kommt es an vielen anderen Körperteilen vorbei, denen es Schaden zufügen kann. Uran sammelt sich in Knochen, wo es das Mark zerstört und Leukämie auslöst. Uran sammelt sich in den Organen. Es kann durch die Blut-Hirn-Schranke dringen und in die Gebärmutter gelangen. Zellen ungeborener Kinder teilen sich schnell, ihre Organe wachsen rasch. Dadurch können sie gefährdeter sein als Erwachsene. Auf der Zellebene ist Uran genotoxisch. Es schädigt das Erbgut, indem es Mutationen auslöst und das Tumorrisiko verstärkt. Der Irak und das frühere Jugoslawien sind Länder, in denen Uranwaffen zum Einsatz kamen. Es gibt Hinweise, dass die dort ansteigenden Zahlen von Krebserkrankungen und Geburtsfehlern damit in Zusammenhang stehen. Es fehlt jedoch an repräsentativen Studien, die darüber Klarheit schaffen könnten. Jedenfalls gibt es ernstzunehmende Gründe zur Besorgnis, kranke Veteranen zum Beispiel. Auch andere Faktoren mögen für ihre Erkrankung mitverantwortlich sein. Fakt ist, dass viele in von Uranstaub verseuchten Gebieten im Einsatz waren. Labortests zeigen, Radioaktivität und Giftigkeit von abgereichertem Uran können menschliche Zellen beeinflussen und so zu gesundheitlichen Problemen führen. Wer in Fabriken arbeitet, in denen Uranwaffen hergestellt werden oder in der Nähe lebt, bei dem fallen Tests auf abgereichertes Uran noch nach Jahren positiv aus. Uranstaub ist ein Schadstoff mit Langzeitwirkung. Die UN-Generalversammlung, viele Parlamente in Europa und Lateinamerika, sie alle haben bereits Bedenken gegenüber Uranwaffen. Andere internationale Akteure jedoch, wie die Weltgesundheitsorganisation, teilen diese Vorsicht bisher nicht, obwohl sie längst auch an der militärischen Tagesordnung ist. Viele Armeen halten ihre Soldaten zu Schutzmaßnahmen in uranverseuchten Gebieten an.
Hersteller und Besitzer von Uranwaffen: die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China, Pakistan. Ihre Argumentation? Uranwaffen sind effektiv, deshalb ist daran festzuhalten. Doch moralisch wie völkerrechtlich gilt, humanitäre Überlegungen sind wichtiger als militärische Erfordernisse. Bestehende Waffenkontrollsysteme verbieten Uranmunition nicht. Nur ein gesonderter Vertrag, wie für Landminen oder Streubomben, könnte diese Waffen für immer bannen. Ein Uranwaffenvertrag. Damit würde im Völkerrecht auch ein Präzedenzfall geschaffen. Für alles, was Zivilisten und Umwelt nachhaltig gefährden könnte, sollte ein vorbeugender Ansatz gelten. Im Zweifelsfall müsste die Beweispflicht, ob eine Waffe Zivilisten nachhaltig bedroht, beim Militär liegen, nicht bei der Zivilgesellschaft. Es darf nicht sein, dass Armeen Waffen einsetzen, nur weil sie für ihre Zwecke nützlich sind, wenn dadurch Zivilisten noch lange nach Ende des Konfliktes gefährdet werden.